Willkommen zurück bei The Witcher. Willkommen zu Part 87. Wir suchen jetzt auf dem Friedhof nach dem Scharlatan. Im letzten Part am Ende weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr genau, was passiert ist. Plötzlich war ich in einer anderen Quest drin. Die Leute waren viel zu stark für mich. Ja, also ehrlich gesagt, I don't know. So. Was? Warum habe ich kein Schwert? So. Perfekt. Also ich denke mal, hier ist das was Problem. Was mag das wohl bedeuten? Ein Möchtegern-Hexer. So. Er läuft anscheinend dahin. Danke. Ach, du kommst gerade. Ah, der hat sogar so ein Medaillon. Noch einen Augenblick und der Ghoul hätte mich filettiert wie eine Flunder. Ich weiß gar nicht, ob ich hätte eingreifen sollen. Dein Kampfstil ist mir neu. Ich hätte dir einfach zusehen sollen. Wo wurdest du ausgebildet? In der Schule der Schnecke? Aber woher hast du dann dein Wolfskopfmedaillon? Du bist ein echter Hexer. Was hat mich verraten, dass ich mir beim Anblick eines lausigen Ghouls nicht in die Hose gemacht habe? Antworte mir, woher hast du das Medaillon? Ich habe es von einem fliegenden Händler. Oh, da kommen Dörfler. Bitte verrate mich nicht. Das Monster ist tot. Oh, was ist das? Zwei Hexer? Wir haben aber nur einen eingestellt. Das Monster war wild. Es brauchte zwei Hexer, um es zu besiegen. Ach, der Ghoul war das? Das ist eure Sache. Der da wollte kein Geld. Also gibt's nichts, worüber ihr euch streiten könntet. Natürlich. Dieser Hexer hat also die traditionelle Belohnung verlangt. Ein weiteres heiliges Hexerprinzip, das man kennen sollte. Ja, nämlich? Bedarf ein Hexer der Hilfe eines Bruders, darf er niemals an die Stätte des gemeinsamen Kampfes zurückkehren. Ist ja auch klar bei dieser Schande. Komm, Mulig. Die anderen sollen wissen, dass der böse Ghoul jetzt tot ist. Leb wohl. Ich danke dir. Geh mir aus den Augen. Ich habe mal wieder was gesucht, aber nicht gefunden. So. Das heißt, die Quest ist fertig. Die war halt echt wirklich billig. So. Die Statue des Adligen weiß ich halt immer noch nicht, wo ich da hin muss. Mysteriöse Spuren. Das machen wir jetzt. Okay, das ist hier ganz in der Nähe. Sprich mit dem Jäger. Ich glaube, die wollte ich letztes Mal, glaube ich, eventuell auch schon machen. Oh Leute, ganz schlimm. Ich habe vorhin angefangen, Minecraft zu spielen. Ich habe ein richtig cooles Projekt. Ich möchte so ein ganzes Festivalgelände bauen. Wenn ich das habe, zeige ich euch das vielleicht mal in einem Video. Du gehörst nicht zu den es kann noch dauern. Hast du nicht gehört, was der Jäger gesagt hat? Ach, da ist der Jäger. Was denn? Ich bin wegen des Auftrags hier, also ich bin wegen des Auftrags hier. Hast du eine Ahnung, was für ein Monster es ist? Nein, aber es muss ziemlich groß sein. Es hat ein Dutzend Wölfe gerissen und ausgeweidet, aber das meiste hat es übrig gelassen. Das heißt, dass es aus Bosheit tötet. Nachts hört man es wild heulen und bellen. Die Leute trauen sich nicht mehr in den Wald, obwohl das Dorf hungert. Ja, kümmere mich darum, ne? Brauche ich nicht über eine Belohnung zu reden. Gut, ich kümmere mich darum. Das Glück war uns hold, als es dich hergeführt hat. Gute Jagd wünsche ich. Moment mal! So, jetzt müssen wir wieder zurück zum Wald rennen, da unsere Hexersinne einsetzen. Ja.
sagen, in dieser Folge mache ich so ein paar Nebenquests. Oh. Das Monster hat das ganze Rudel getötet. Mhm. Dann ist hier noch so eine Spur. Groß, richtig groß. Oha. Erstmal hier hoch. Hä? Die Spurenfolgen führen doch sowas von hier hin. Hat ganz schön viel Fell am Stamm gelassen. Der Geruch ist noch da. Okay. Das heißt, ab da ist er weg. Warum hat er dann jetzt keine Füßchen mehr? Also keine Fußspuren. Da ist er, glaube ich, so rumgelaufen. Die Tatzen sahen noch so rum. Ich muss einen anderen Weg finden. Stinkt nach Bierscheiße. Ja, alt und vertrocknet. Der Bias ist schon länger in der Gegend. Einen Weg in die Höhle finden. Würde ich jetzt einfach mal den Pünktchen folgen? Hier ist oben. Kann man so in die Höhle gehen? Wo muss ich noch mal hin? So. Okay. Komplizierter als gedacht. Vermutlich kann er dann auch nicht einfach so runtersliden. Ein paar Mal Art machen. Stinkt nach Bierscheiße. Ja, alt und vertrocknet. Der Bier ist schon länger in der Gegend. Okay. Ich will aber runter in die Höhle. Also hier irgendwie drunter. Ah, hier ist der Eingang. Okay. Hier irgendwas mit Hilfe meiner Hexersinne erkunden. Oh, ist der tot? Noch nicht lange tot. Was es wohl umgebracht hat? Ja, wahrscheinlich der Bias, oder? So, jetzt sind hier Spuren. Ich weiß nicht, kann man die untersuchen? Blutige Feldstücke. Das zweite Biest hatte eine andere Farbe. Okay. Noch eine Spur, aber sie ist zu klein für einen Bias. Pfotenabdrücke. Der Kampf hat eine Weile gedauert. Das ist wahrscheinlich das hier. Die haben beide viel Blut verloren. Ein Short, das muss es sein. Hat wohl mit dem Bias um sein Territorium gekämpft. Ich muss ihn irgendwie herlocken. Okay, mysteriöse Spuren. Schirtköder. So, ganz kurz. Erstmal sollten wir eine Runde meditieren, damit alles aufgeladen ist. Dann Alchemie. Wahrscheinlich wieder bei Quests, ne? Armbrustbolzen, ja, interessieren mich nicht. Verteile den Köder um den Hügel. Okay. Das heißt hier, wenn ich genau in der Mitte des Kreises bin. Habe ich den da verteilt, geschafft. Das hat funktioniert. Das müsste die Aufmerksamkeit des Jorts auf sich mitbekommen. Ziehen. So, jetzt hier.
Ja, auch okay. Oh fuck, jetzt muss ich hier irgendwie wieder hoch. Ja, doch, das geht. Dann gehen wir erstmal geradeaus. Ja, das hat er auch gemacht. Und jetzt hier oben. Den Geruch dürfte es meilenweit riechen. Die Bestie taucht garantiert auf. Ich muss nur in der Höhle warten. Okay. Warte, wir speichern einmal hier. Man weiß ja nie, man weiß ja nie. Komm schon. Wie die Banditen in Wählen, aus dir mach ich Hackfleisch. Wo ist der? Wieso habe ich gar nicht geguckt, was gut gegen den hilft? Schnell abhauen, abhauen, noch zwei, dreimal treffen. Oh Scheiße, bevor der mich trifft. Oh, knapp. Ey, man kriegt aber immer eine Trophäe, ne, für diese Aufträge. Das Problem war, weil ich meditiert habe, war mein Essen-Aufladungsding weg. Ich hatte dann vergessen zu essen. Also war das auch noch unter schweren Bedingungen. Aber hier lang, hier lang, hier lang. Aber wir nehmen Plötze. Oh yeah. Komm schon, Plötze. Erstmal diese Trophäe, gar keinen Bock da drauf. Wo ist denn jetzt mein Inventar von Plötzi? Ach, beim Futter ist das, naja. Ja, das ist die, aber ich will die nicht dran haben. Sieht voll eklig aus. So sieht's cool aus mit diesem Buch da dran. Mit den verschiedenen Sachen. Also die Rennen lohnen sich echt, dann kriegt man bessere Pferdesachen. Und das ist insgesamt cool. So. Dann hier zum Jäger zurück. Hi. Was denn? Ich bin... Ach, schon wieder. Ich bin wegen des Im Wald passiert. In der Nähe war ein Short. Der hat mit einem Bies um sein Territorium gekämpft und ist aggressiv geworden. Ein Short? Ein Bies? Was wollen die von uns? Kommen da noch mehr? Paktieren sie gegen unser Dorf? Wohl kaum. Ich halte die Augen offen, ob da draußen noch mehr ist. Alles Gute, Hexer. Hier, nimm die Börse. Das ganze Dorf hat gesammelt. Danke. Pass auf dich auf. So. Nein. Nächste Quest. So, eigentlich von den Hauptquests her müsste ich die Nebeninsel machen. Ja, das Rennen könnte man noch machen. War jetzt gerade kein Bock. Ja, okay, die Ghule im Dorf, das machen wir noch. So, dann muss ich aber wieder... Meine Muskeln? Nee, sehe ich nicht.
Erzdorf, okay. Dann eine Runde nach Erzdorf. Ich muss wieder in den Wald. Warst du nicht neulich erst bei ihnen? Ja, und ich habe geschworen, ihnen den Opfer zu bringen. Das war aber irgendwie ein bisschen doof, oder? Du den Damen denn als Dank? Das findest du selbst raus. Ich gehe erstmal hier hin. Wofür nehme ich deinen Regmäler im Kleinweg in Katalat? Was führt dich her? Ich bin wegen des Auftrags hier. Ich habe eure Nachricht gelesen. Wer kann mir etwas über das Monster erzählen? Ja, ich. Eine Patrouille ist verschwunden, irgendwo am Südufer des Sturmsees. Wir wollen wissen, warum. Warum sollte das Arbeit für einen Hexer sein? Südlich von hier leben ein paar Ziegelmacher. Im Dorf Kleinweg. Jetzt ist es fast leer. Viele haben es verlassen. Wir erzählen von einem mordenden Monster. Dort treiben sich keine Redanier rum, das wäre dumm. Und Räuber greifen keine Kaiserlichen an. Das wäre noch dümmer. Also bleibt nur eines. Ein Monster. Du musst herausfinden, was mit dieser Patrouille passiert ist. Im Königreich ist das Leben seiner Soldaten viel wert. Finde heraus, was geschehen ist. Die Belohnung wird anständig sein. Ich kümmere mich darum. Abgemacht. Ich finde heraus, was mit eurer Patrouille geschehen ist und ob es wirklich ein Monster in Kleinweg gibt. Gut, gut. Ich hab dich in Vysima gesehen. So, jetzt gehen wir einmal zur Anschlagtafel. Und dann gehen wir noch mal zu dem Brett. Ganz liegt nicht mehr. Ja, ja, und ein Huhn von uns liegt auch gerade nicht mehr. Kleinweg. So schnell hätte ich die Gude hier jetzt nicht erwartet. So, ich reise da hin und die sind direkt da. Am besten einen Ghoul aussuchen, den machen, dann den nächsten, dass das weniger sind. So, der eine ist ja gerade im Abbau. Oh, ich habe den Zaun zerstört sogar. Man sollte ihn, glaube ich, nicht angreifen, wenn die so rot sind. Obwohl, mittlerweile ist das egal. Ist da jemand? Ist da jemand? Ihr könnt rauskommen. Es ist wieder sicher. So, blaue Mutagene. Wo hat mit seinen Haaren passiert? Der Blut in seinen Haaren? Oh fuck, der Arme. Okay, das sieht schon ein bisschen komisch aus. Ah, ein Hexer. Was ist passiert? Die Nilfgaarder haben hier geplündert. Nach Wertsachen gesucht. Als ob wir was hätten. Wer hat sie getötet? Ihr ja sicher nicht. Ich weiß nicht. Müssen die Bestien gewesen sein, die du abgeschlachtet hast. Okay. Noch nie erlebt, dass Ghule jemandem helfen. Das wäre das erste Mal, dass Ghule einem Dorf in Not helfen. Wenn das so weitergeht, fangen sie noch an, Aufträge anzunehmen. So war es, aber warum sich länger den Kopf zerbrechen? Du verheimlichst mir etwas. Ich werde herausfinden, was. Hier gibt's nichts. Nicht mal die Schwarzen haben was gefunden. Aus dem Weg. Okay, die Quest ist noch nicht vorbei. Erstmal ist es der Wolfsbann. Ja, müsste, oder? Oder ist es nur Verzierung? Ja, es war Wolfsbann. So. Ich glaube, ich brauche ich zwar nicht mehr, weil ich für einen Werwolf schon mal sowas gebraucht habe. So, erkunde das Dorf mit Hilfe deiner Hexersinne. Na, hier ist nichts. Man muss auch nicht mit denen reden. Ich laufe jetzt einfach. Okay. Da sind ganz viele Öfen. Ich hoffe, da werden nur Kinder. Keine Kinder verbrannt, nur Brote gebacken, eventuell Pizza. Obwohl ich glaube nicht, dass es damals schon Pizza gab oder gibt. Also es gibt hier gar keinen Ort, der wie Italien ist. Die Kiefer sind so stark, dass sie die Rüstung zerdrückt haben.
Gras, Spitzwegerich, man weiß ja nie, wofür man das braucht. Der Hund wurde von Ghulen in Stücke gerissen. Die Soldaten sind aber anders gestorben. Mit großer Kraft auf den Boden geschleudert. Innere Blutungen. Der Geruch von Blut ist noch stark. Ich sollte ihm folgen. Okay, dann einmal hier. Ah ja, interessant. Jetzt hier rein. Hier gibt es nichts. Die Spuren führen zu diesem Haus. Was ist hier passiert? Wie meinst du das? Ihr alle seid in Gefahr. Und nur ich kann euch helfen. Ich bin der Einzige, der diese Bedrohung beseitigen kann. Was weiß ich? Hör mal zu. Wenn du mir nicht alles sagst, was du weißt, könnt ihr alle sterben, klar? Kannst du mit dieser Bürde leben? Unter dem Dorf gibt es Tunnel. Tunnel? Elfenruinen. Wir haben dort nach Schätzen gesucht und die dann an Händler aus Novigrad verkauft. Niemand hätte mit etwas Bösem gerechnet. Im Schutt haben wir eine Kammer gefunden mit einer schlafenden Bestie. Wir haben die Stützbalken zerstört, die Decke ist eingestürzt. Aber das Monster wurde nicht begraben. Das war ein Fehler, laut Supernatural. Gib mir den Schlüssel für die Tür. Oft müssen sie verbrannt oder vergraben werden. Nein, ich will mir daraus eine Halskette basteln. Und jetzt her mit dem Schlüssel. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ihr habt euch zum Bau des Monsters gegraben und dann den Eingang verschüttet. Aber die Nilfgaarder haben ihn geöffnet und nach Schätzen gesucht. Das Monster hat die Schwarzen getötet und ist in seinen Bau zurück. Ihr wolltet die Leichen begraben, aber der Gestank hat die Ghule ins Dorf gelockt. Stimmt das so? Ja, das war so, wie du sagst. Ich gehe runter. Wenn ich lange wegbleibe, lauft weg. Die Tür zu verrammeln, zuzunageln, nützt nichts. Es muss andere Wege aus den Tunneln geben. Mhm. Warum gibt's hier Tunnel hier drunter? Oh ja. Das sieht doch aus wie eine Leiter. Ich dachte, da wäre jetzt ein Tunneleingang, sorry. Vielleicht sind die Öfen die Tunneleingänge? Habe ich ja schon mit denen geredet. Da kann ich also auch nicht rein. Dann einmal hier rein. Ich dachte eigentlich, meine Hexersinne würden mir helfen, den... Was macht der da? Ich glaube, mein Problem ist, ich muss erst, wenn ich im Tunnel bin, die Hexersinne einsetzen. Ich weiß nicht, wo die Tunnel sind. Habe ich jetzt nicht aufgepasst? Hat er das gesagt? Gedacht, bei so einer Art Brunnen ist der Tunneleingang. Jetzt hängst du hier auch noch fest. Okay. Alle Öfen sind an. Ich mache das nur, um den Tunneleingang zu finden. Jetzt her. Okay,
Kam das jetzt aus dem Tunnel? Hallo. Wieso weiß ich nicht, wo die Tunnel sind? Ja, okay, da komme ich nicht rein. Ist aber auch nicht schlimm. Denken, dass hier irgendwo der Tunneleingang ist. Warte, das heißt der Rätsel der Morder am kleinen Weg. So, dann gucke ich jetzt mal, wo die sind. Wartet kurz. Tunnel am kleinen Weg. Ja, okay. So, lasst euch von dem den Schlüssel geben, untersucht den Boden der Hütte. Okay, ich hab doch den Schlüssel, ich muss einfach aufschließen. Was ist da denn jetzt los? So, die Hütte, wo das hinführt, ist hier. Ich kann einfach aufschließen, okay. Ja, okay. Das war einfach nur dumm. Die Bretter lassen sich anheben. Glaube ich nicht so gut aufgepasst. So. Angeblich ist hier ein Vampir. Rüstung zerfetzt, Arterien aufgerissen. Ein Ekima hat hier geschlafen, bis er von den Dörflern geweckt wurde. Sarasti. Okay. Da ist ein Vampir. Nee. Schnell, bevor es mich tötet. Doch, das ist ein Vampir gewesen. Da war ein Vampirzahn, den ich geerntet habe. Oder eingesammelt habe. Geiles Messer. Okay, dann wieder hier raus irgendwie. Mal hier hoch. Ich glaube, so kommt man leichter wieder raus. Hier raus. Hallöchen. Benutzen. Nein. Nicht nochmal da runterfallen, Geralt. Gute Götter, er lebt! Ich habe einen schlafenden Ekima unter der Erde gefunden. Er war alt, muss viele Jahrhunderte geschlafen haben. Einen Ekima? Ein Vampir.
Er wird euch nicht mehr belästigen. Hast du ihm den Kopf abgeschnitten und einen Pflock durchs Herz gestoßen? Ich hab getan, was notwendig war. Geht nicht mehr in die Tunnel runter. Ikimen sind keine Einzelgänger. Wir haben dich nicht beauftragt. Trotzdem hast du genau. dir... Genau. Meine Bezahlung. Leb wohl. Okay. Blutlöser Vampirjäger. Okay, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Warum man da jetzt was Krasses für kriegt. So. Ach, ist der... Ach, ich muss noch Bericht erstatten, okay. Dadurch wäre ich jetzt eigentlich fast einfach zurückgegangen, meine Sachen reparieren und so. Was führt dich her? Ich bin wegen der Ich war in Kleinweg. Deshalb sind sie nicht. Ikimen sind harte Gegner. Wir werden sie in Ehren begraben. Ganz klar. Ihre Nässe klar. Dann würde ich jetzt die Sachen reparieren. Ja, das Schnellreiseding ist hier. Okay, ich bin Stufe 25, das wusste ich zum Beispiel gar nicht mehr. Ich möchte einmal zum Burgdorf. So, ich habe jetzt zwei Monsteraufträge gemacht in dem Part. Herr, hier wimmelt es nur so von schrecklichen Wesen. Kobolde, Blender. Das heißt, die Sachen könnten schon ganz schön kaputt sein. Ich würde mich. Okay. Stahlwaffe. Und Silberschwert. Okay. Leb wohl. So, dann muss ich jetzt erstmal. Das nehmen. Und das. Kein Bock nachzudenken. Ich hau irgendwas rein. Kann ja nicht schaden. So, dann mit ihm reden. Wie kann ich? Leb wohl. So, dann zum Händler gehe ich jetzt nicht. Ich glaube, so viel habe ich eh nicht zu verkaufen. Das meiste waren so Sachen, die man für Alchemie oder Handwerk braucht. Sag euch, wo die Beute ist. Jetzt muss ich dann einmal zur Truhe. Geh mir aus den Augen. Ich glaube, das Problem ist, Plätze hat, glaube ich, ja, Plätze hat schon wieder hier eine Trophäe. Okay, dann speichern wir und das nächste Mal machen wir die nächste Quest. Dann machen wir die Hauptquest weiter. Bis dann, tschüss.